Hallo und herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Es hat sich etwas in der Garage getan und zwar habe ich erstmal dafür gesorgt, dass hier ein bisschen mehr Platz ist. Alleine schon hier in dieser Ecke sieht man, hier kann ich recht gut treten. Obwohl die Motoren hier stehen, das Fahrrad hier steht, jetzt erstmal die Heizung hier steht. Und ich zeige euch mal die Arbeitsfläche. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ihr könnt euch noch denken, wie die Arbeitsfläche hier aussah. Jetzt sieht sie schon mal wieder so aus. Also, ihr wisst, ich kann in so einem Chaos nicht arbeiten und schon gar nicht mit leben. Deshalb habe ich heute erstmal, bevor ich die Kamera angeschmissen habe, Gas gegeben und ein bisschen Ordnung gemacht. Kabine, alles ringsrum ist aufgeräumt. Das heißt, jetzt kann ich endlich hiermit arbeiten. Ich brauche nur noch das Röhrchen reinstecken und den Kies oder den Splitt reintun. Kann ich jetzt mitarbeiten. Wie gesagt, ich bin so glücklich darüber. Aber was machen wir jetzt? Könnt ihr euch noch an den Explorer Race GT50 von gestern erinnern? Da werden wir heute dran gehen. Und zwar mit der Heißluftpistole. Heißluftföhn. Heißluftföhnpistole ist mal wieder was anderes. Gut, aber ich möchte euch noch was vorstellen. Das habe ich von Dieter bekommen. Dieter war gestern hier und hat mir was mitgebracht. Erstmal ein ganz großes Dankeschön an Dieter. Er hat an was gedacht, was ich schon mein Auge hatte, aber mir selbst nie geholt habe. Passt auf. Also gestern, wie gesagt, war er hier und hat mir was mitgebracht. Werbung in einer Ecke. Was ist das? Ein Schraubenentferner. Das heißt, für den Akkuschrauber, um Schrauben zu entfernen. Man kann es aber auch anders nutzen, man kann es auch zur Not noch mit einer Ratsche nutzen. Alles machbar, ist nur eine Frage, wie mache ich das am besten. Und zwar hat er mir dieses Set hier mitgebracht. Und zwar, das heißt, wenn Schrauben defekt sind, die Köpfe defekt sind, eine Kreuzschlitz oder Imbus, einfach den Linkslauf langsam vorsichtig reindrehen und dann mit einem Ruck. Und normalerweise sollte dann die Schraube gelöst sein. Das werde ich natürlich auch noch ausprobieren. Wie gesagt, einen herzlichen Dank oder ein herzliches Dankeschön an Dieter. Prima, freue ich mich. Heißluftföhn. Hier. Da werden wir heute auch arbeiten. Wer gestern mein Video verfolgt hat, der weiß auch, was ich damit vorhabe. Ich möchte auf jeden Fall was entfernen. Und zwar, der Roller war ja auf der anderen Seite gekippt, aber ich fange jetzt hier einfach an. Und zwar, hier hat der Roller ja seine Schrammen abbekommen, wo er in diesen Schotter reingekippt war. Um das gleichmäßig aussehen zu lassen, entfernen wir diesen Aufkleber. Dieser Aufkleber kommt hier runter und die Seite auf jeden Fall und drüben, wo es drauf ankommt. Und dann versuche ich mal ein bisschen zu polieren. Ob es mir gelingt, glaube ich weniger, aber wir versuchen es mal, dass man das vielleicht nicht mehr ganz so dolle sieht. Hier habe ich meinen Föhn, den mache ich jetzt auf 1 und erwärme das Ganze erstmal. Mal schauen, ja, er wärmt schon. Das wird jetzt erstmal erwärmt. Man muss natürlich aufpassen, dass man den Lack auch nicht zu warm macht, weil sonst ziehe ich den Lack nämlich unten drunter mit ab und das möchte ich natürlich nicht riskieren. Wir schauen mal, das sieht schon einmal aus.
Das sieht schon ganz gut aus. Ich werde mal sehen. Die Aufkleber sind jetzt keine Fingernägel, weil ich mir die geschnitten hatte vor kurzem. Der Lack oder die Aufkleber sind schon über 10 Jahre drauf. Über 10 Jahre. Nach 10 Jahren nehmen wir sie jetzt ab. Abgerissen. Und man sieht die ganze Zeichnung noch davon. Hier ist natürlich jetzt noch Kleber drauf. Der muss natürlich noch entfernt werden. Aber das geht echt schnell, wenn man weiß wie. Gut, das sieht natürlich nicht mehr so schön aus. Aber das ganze Teil wird im Sommer neu lackiert. Und ich denke auch wieder ein Grün, vielleicht noch ein schöneres Grün. Weil das ist eigentlich mein Symbol von meinem Kanal. Und dieser Roller wird auch niemals gehen. Der wird immer bleiben. Weil damit habe ich meinen Kanal begonnen, sozusagen. Und der wird niemals gehen. Der wird auch immer wieder aufgebaut, wenn mal was sein sollte. Er hat schon einige Kilometer gelaufen. Da können wir nachher mal drauf gucken. Hier kann man jetzt schön sehen, wie zerschrappt das ist. Und ja, darauf kommt es an. Das soll auf jeden Fall zumindest so gut es geht rauspoliert werden. Das versuchen wir jetzt einfach mal. Schön anwärmen. Könnte vielleicht schon reichen. Wir versuchen hier mal unser Glück. Na? Ja, es sieht gut aus. Ja, ich glaube, wir heizen das noch ein bisschen nach hier oder an. Das sollte vielleicht schon ausreichend sein. Gucken. Oha, der hier lässt sich schwieriger abmachen. Nehmen wir die Seite. Vielleicht gelingt es hier doch ein bisschen besser. Aber der, normal müsste das ja alles gleich sein. Ja, aber es funktioniert. Also er lässt sich auch abziehen. Jawohl. Das sieht ja komisch aus. Jetzt mit dieser indirekten Farbe hier. Aber hier muss ich mal gucken. Das sieht gar nicht aus. Hier ist gar kein Kleber drauf, aber ein Übergang merkt man hier von dem Kleber. Gut, hier das muss natürlich jetzt auch noch runter. Das ist ja das, was hier so zerratscht ist, so extrem. Und das muss natürlich runter. Ja, das geht auch. Wie gesagt, jetzt hier, wo noch ein bisschen Kleber drauf ist, obwohl hier gar kein Kleber mehr drauf ist. Nur hier, also hier so ein bisschen und hier und eben die Kanten so ein bisschen. Aber ansonsten, top. Naja gut, okay. Das heißt, Klebelöser oder Kleberlöser rausholen und damit ein bisschen arbeiten. Ja, dann würde ich auch sagen, ich habe hier einen Pinsel dran. Wir lösen mal den oder öffnen unsere Dose hier und ich gehe einfach mit dem Pinsel da rein. Ziehe jetzt unseren Löser. Hier kann nichts passieren, also der Lack wird dadurch nicht angegriffen. Und wir ziehen hier mal unseren Löser einfach hier rüber. Ich muss natürlich aufpassen,
dass hier nichts auf das andere läuft, weil wir wollen ja hier nur das eine lösen oder weghaben. Gut, jetzt ja, fängt schon an. Kriegen wir schon Abdeckkleber. Bin ich mal gespannt. Ja, also der Rand muss auch ringsrum. Dann ist das auch wieder Ebene, wenn hier der Kleber runter ist. Ja, es wird schon langsam Ebene. Ja, ist klar, bei 10 Jahren, ich nehme mal den Pinsel weg und tue mal direkt was aufs Tuch. Und jetzt hier mal lang. Ja, das ist gut. Also, weiter damit. Kanten. Die dürfen ruhig weg sein. Nochmal ein neues Stück nehmen. Weil das Tuch setzt sich ja auch irgendwann zu damit. Hier nochmal. Hier ist noch was. Das kann man ja immer ganz gut fühlen, wo noch was sitzt oder wo alles weg ist. Drüben wird es natürlich mehr. Aber diesen Abdruck bekomme ich natürlich nicht weg. Der wird natürlich bleiben. Aber nö. Sieht ja auch nicht so schlecht aus. Gut, das mache ich jetzt fertig. Also hier oben noch und dann gehen wir rüber. So, die Seite ist wieder schön glatt und braucht jetzt nur noch überpoliert werden. Trotzdem erstmal rüber. Hier ist natürlich deutlich mehr. Das heißt, das pinsel ich jetzt wirklich mal ein. Hier ist nämlich einiges mehr drauf als drüben, aber das kriegen wir auch hin. Fängt sogar schon an, sich langsam zu lösen. Also, wer sagt's denn? Dann geht das ruckzuck ab. Gleich die Kanten hier auch nochmal. Und dann sollte es uns so langsam schon gelingen. Noch ein Tuch dazu, dann geht das. So, ich fange jetzt hier hinten mal an und schau mal. Naja gut, nach 10 Jahren will sich das natürlich nicht so gerne trennen. Aber man sieht, hier entsteht schon was. Ich hole euch mal näher ran. Wenn ich jetzt hier mit dem Tuch rüber gehe, dann sieht man, wie das langsam anfängt zu klumpen. Ja, das müsste man eigentlich sehen. Das heißt immer das Tuch wieder drehen und weitermachen. Das mache ich jetzt natürlich noch fertig und dann glänzt es gleich. Na, wer sagt's denn? Alles ist ab. Jetzt heißt es wenigstens das Stück hier noch mal ein bisschen polieren. Irgendwann muss ich jetzt sowieso an den Roller nicht lackieren, sondern ihn mal richtig wienern, dass das Matt wieder alles runterkommt und er verhältnismäßig gut aussieht. Genau wie Auspuff, der kommt dann auch noch runter. Der wird sandgestrahlt, dass er auch wieder ja, ein bisschen ordentlicher aussieht. Jetzt machen wir uns erstmal an dieses Werk hier. Aber eben ist noch was eingetroffen. Das läuft heute auf meinem anderen Kanal. Das heißt, das öffne ich bei Peters Bastelstunde. Wenn ihr neugierig seid, schaut da rein und da läuft dann heute auch noch ein kleines Video. Wir haben hier drinnen zwar eine angenehme Temperatur, 10 Grad plus sogar. Das heißt,
schön warm. Heizung läuft, draußen ist natürlich auch schön mild. Heute ist Iris mit mir Roller gefahren. Iris mit ihrem Viertakter und ich mit den Yamaha Neos. Wir haben diese beiden Roller erstmal gut untergebracht in der Garage und können da jetzt in Ruhe stehen, ohne dass ich hier hin und her schieben muss. Ich war richtig glücklich und Iris hat sie auch gefreut, dass sie mal wieder mit ihren Roller fahren konnte. So, jetzt hier mit ein bisschen warm machen, dass es noch ein bisschen wärmer ist. Umso besser lässt es sich natürlich dann auch polieren in dem Moment. Es braucht nicht richtig heiß sein, aber es sollte eine schöne Wärme haben. Ja, das sieht gut aus. Ich glaube, das reicht. Dafür nehme ich Nigrin. Das ist Reinigungspolitur und die nutzen wir jetzt dafür. So, ein bisschen was auf den Lappen drauf. Eigentlich sollte eben schon was kommen. Und noch mal weiter nach vorne. Jetzt. Na, es geht doch. Und jetzt das Ganze hier schön nachpolieren. So kriegen wir auch die Reste runter. Und das kann hier zumindest dieses Stück ist dann schon mal ein bisschen ordentlicher. Ich nehme noch mal was drauf. So. Nachher nur noch nachpolieren und schon sieht es auf jeden Fall besser aus. Gut, die andere Seite ist dran. Hier habe ich auch von Sonax Schleifpaste sozusagen oder Schleifpolitur. Das öffnen wir jetzt mal und ich tue hier ganz klein Klecks. Halt, das reicht schon. Ein Klecks hier drauf, weil hier ist ja unser Ratscher. Vielleicht bekomme ich ihn hier noch ein bisschen raus. Das wäre natürlich schön, wenn das einigermaßen weggehen würde. Dass es nicht mehr ganz so extrem auffällt, sagen wir mal so. Ja. Sieht schon etwas besser aus. Nochmal ein bisschen. Hier vorne drauf auf die Spitze. So. Und jetzt nochmal. Oh, ein bisschen nachholen. Man muss natürlich aufpassen, dass man nicht irgendwann durchschlägt. Aber die Rillen sind hier einfach zu tief. Die ganz leichten bekomme ich hier weg, aber die zu tiefen, die scheinen noch leicht durch. Aber es sieht auf jeden Fall um einiges besser aus. Ich denke mal, so kann ich es lassen. Jetzt noch mal mit Politur rüber und dann, ja, dann sollte das funktionieren. Hier habe ich meine Politur und noch mal ein bisschen was drauf. Das heißt, ich muss das jetzt hier auch versiegeln, weil sonst könnte das matt aussehen. Und deshalb immer noch mal schön mit der Politur drüber ziehen. Ja, das fällt gar nicht mehr so extrem auf.
Es ist zwar schade in dem Moment, aber ja, das will man machen. Es passiert. Angewärmt hatte ich das hier schon. Also, es ist noch leicht warm. Das sollte ausreichen. So, bisschen ziehen lassen. Ja, hier sind zwei Strichchen drin. Ist aber nicht ganz so schlimm. Die Seite hier ist jetzt schon angetrocknet. Das heißt, polieren. Na, ich meine, dafür, dass der Roller, ich glaube, bei 12 Jahren jetzt alt ist, was manche in ein Jahr hinoppern oder hinkriegen, habe ich noch niemals in 10 oder 12 Jahren geschafft. Sagen wir mal so. Ja, das sieht doch gut aus. Hier muss ich auch noch mal ein bisschen rüber. Da ist doch noch ein ganz kleiner Klecks Kleber. Mal gucken, ob wir diesen Klecks, ja, kriegen wir mit der Politur weg. So, noch mal trocknen lassen und ich gehe jetzt mal auf die andere Seite. Sprühen ist fertig, jetzt noch hier den Rest runter und ja, das kann sich doch auf jeden Fall sehen lassen. Und wieder richtig schön glatt, vor allem immer noch die Aufschrift hier drauf. Das sieht ja irgendwie doch ganz cool aus. Gut, na, da sagt's. Wir gucken jetzt nochmal drüben. Da sieht man noch so ganz kleine Schrauben, aber längst nicht mehr so wild wie vorher. Also außer Entfernung sieht man eigentlich so gut wie gar nichts. Aber wenn man natürlich näher dran kommt, dann sieht man doch schon hier diese Macken. Ja, bis zum Sommer wird es noch so gehen. Roller kann sich zumindest auf der Straße wieder sehen lassen. Jetzt, wo alles wieder hergerichtet ist, macht es gleich doppelt mehr Spaß, wieder zu fahren. Und ich werde jetzt auch demnächst dann bald fahren. Da freue ich mich natürlich schon ganz riesig drauf. Nicht ohne meine Kamera allerdings. Die ist dabei. In diesem Sinne sind wir für heute soweit durch. Und wie gesagt, auf Peters Bastelstunde kommt heute auch noch eine Kleinigkeit. Soweit ich weiß, möchte er noch mal an seine Kabine was machen. Das heißt, irgendwas möchte er noch anschließen. Was, kann ich euch leider nicht sagen, aber schaut doch mal rein. Gut, in diesem Sinne, macht's gut und tschüss.